Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet. Okay, nochmal von neu. Allem Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video heute am Sonntag früh. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Laden wir ja am Sonntag hoch? Ich denke schon, wenn wir das alles schaffen, ja. Ja, weil es ist nämlich Samstag 16 Uhr. Ja. Wir schaffen das. Wir grüßen euch zu einem weiteren Squad Builder Battle. Mit dabei ist nicht nur die Kröte Shigi, nicht nur Flashback SBC Tevez, sondern meine Habibi Shenya Wolf. Shenya Wolf. Sehr geile Vorstellungsrunde. Vielen Dank dafür. Jungs, gerne. Was geht ab? Heute mal wieder ein SBB. Letztes Mal war SBB, falls ihr Bock habt, könnt ihr noch mal gucken bei uns. Waren echt spannende Spiele und ich hätte nicht gedacht, dass wir so gleich sind. Ey, deine Siegerserie. Meine Siegerserie gegen dich ist gerissen, ne? Ja, Leute, ich habe ein Jahr habe ich nicht verloren gegen den Typen. Und dann stößt ihr mir einen Playoff der Mopf ab. Ist das nicht eine Frechheit gewesen? Ja? Muss ich schon sagen, Katastrophski. Aber, hey, ich bedanke mich für euch und auch für eure Bewertungen. Die letzten zwei Videos kamen mega gut an. Geben heute natürlich unser Bestes. Die Teams sind natürlich auch besser als letztes Mal. Gehe stark davon aus. Und ich würde mal meinen, Leute, drückt doch gerne den Daumen nach oben. Abonniert Shenya. Er hat endlich seine 20.000 Abonnenten erreicht. Ich gönn's dir, Habibi. Dankeschön. Kuss geht raus. Gerne. Ich habe 4 Triple Two. Was hast denn du, mein Bester? Ich habe die 4, 3, 2, 1. Ich hasse diese Aufstellung, sowas von heftig. Aber ja gut, ich würde mal meinen, du als Gast haltest mal rein dieses Tafel. Ja. Heute hat er ja wieder Stifte, meine Freunde. Auch von meinen Kindern geklaut, Kappa. So ein heftiger Typ. Ja. Okay, haltest du rein? Ja, mach ich. Hey, ich muss dir etwas sagen. Ich probier's genauso wie letzte Woche. Du hast ihn mir letzte Woche weggenommen. Er kommt heute wieder. Second Player of the Month. Reus? Nein. Doch. Und der, das ist glaube ich so mit der einzige, wo ich mir denke, den wirst du wahrscheinlich sogar sowas von safe haben. Den habe ich mir aber noch nicht geholt, weil er ein bisschen was kostet. Martinez, Gonzalo, Hero. Martinez? Oh, Martinez, ja. Ich habe geschrieben auf Gomez und Zarate. Was? Ja, weiß ich nicht warum. Zarate, ist es diese Link-SBC? Ich dachte, du hast die gemacht und der ist natürlich Nein. Perfect Link und so wärst du mit Tevez safe. Stark! Ich habe vorher noch gesagt, 2 Minuten vor der Aufnahme, habe ich gesagt, diese Aufnahme kostet mich sehr viel Geld. Und ich dachte, ich habe ihn damit verunsichert, dass er Maradona aufschreibt. Aber okay, nehme ich. Nee. Okay, bin gespannt. Halte rein. Ja, du hältst rein. Also, und zwar, ich musste ja schnell ein Team bauen. Ich habe mich entschieden, eine Liga zu wechseln. Okay. Und zwar, ich habe ja auch natürlich noch eine Icon, die weißt du selber, ne? Ja. Habe ich aber nicht genommen. Ich habe einmal den Ex-Dortmunder, Dembélé in Form. Oh. Ja, Ligawechsel. So, Dembélé in Form. Und rechts daneben ist auch meine, ja, normalerweise wollte ich den nicht nehmen, aber ich muss den nehmen. Und das ist dieser Pavard. Aus dem gleichen Verein, gleiche Dings. Ah, okay. Aber nicht die Ligen-SBC, ne? Nein, normale Karte. Leider normal, ja. Das enttäuscht mich ein bisschen. Ey, ich dachte, du wirst Rivaldo nehmen. Ja? Ich schwöre. Okay. Ich habe ihn aufgeschrieben. Dann Footmess Rigoni, glaube ich, heißt er. Ja. Ich wusste nicht, ob du den hast oder nicht. Nee, hab ich nicht gemacht. Ey, schade Marmelade. Okay, ja. Beide noch Full Team. Yes. Ich bin gespannt. Es geht weiter. Mittelfeld. Scheiße. Sorry, ne? Normalerweise ist Reus ZOM, ne? Ja, ist egal. Tut mir mega, mega leid. Ich hätte es dir dazu sagen müssen. Sorry. Ich bin dich sehr nicht böse. So, Leute. Zweite Runde. Boah, ich bin echt gespannt, ob ich was treffe. Kann's schon. Okay, also, ich habe ja von einer Karte erzählt, ne? Die ich im Verein habe. Ich hoffe, du hast sie nicht aufgeschrieben. Das ist okay. Toni Kroos, SBC. Welche Position ist der? Der ist rechtes Mittelfeld. Also ganz rechts. Oha, oh, krass. Ja. So, habe ihm extra nochmal Hunter gegeben, damit er sich ein bisschen pusht. Sehr stark. So, dann habe ich natürlich deine geliebte Karte, die du letztes Mal echt verflucht hast. Ein Franzose, nennt sich Sissoko. Was? Oh mein Gott. Und dann, du hast bestimmt Kontobi aufgeschrieben, ne? Oder wie der auch heißt. Ja, habe ich tatsächlich, ja. Oh.
Jules ist gerade, mein Sohn ist gerade ein bisschen wach. Und dann, ich wusste ganz genau, dass du den nimmst, weil ich hatte den zuerst auch. Und dann dachte ich, muss ich umbauen, weil das ist zu obvious. Und dann habe ich Coqlore von Valencia. Oh, der ist langsam, ne? Nee, 72 Pace. Echt? Mm-hmm. Aber in Kombination mit einem Prosecco-Hüter ist er sehr langsam. Sieht wieder anders aus. Hast du ihn? Nee, ich hab Toni Kroos. Nein, du bist ein Arsch. Oh, ey, fuck. Ja gut, das war zu obvious, ne? Das war echt, ja. Oh, aber wen hast du aufgeschrieben gehabt? Warte, jetzt hab ich's vergessen. Kroos, Rakitic und Kondogbia. Das, ohne Witz, ich hatte alle drei. Was? Mann! Ja. Aber mit Sissoko habe ich gar nicht gerechnet. Ja, das, ich, dann da ist mir so der eingefallen, weil ich meinen Verein so kurz durchsucht habe und dachte mir, wow. Okay, ja. Also du möchtest gerne einen Torwart da haben, ja? Na klar. Dann würde ich sagen, das freut mich. Ich halte mal rein, vielleicht ist jetzt auch mein erster Pick. Ey, du hast, ich weiß, dass du eine Eike genommen hast. Nee, zwei. Dann hast du Vieira und Kino aufgeschrieben. Weiß ich nicht. Doch, hast du. Vielleicht auch Maradona. Seit wann schreibt man zwei Ikonen auf? Ich weiß es nicht, ich wollte mir einfach nur einen picken, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Alter, ja, ich hab Kino. Okay. Hast du ihn? Ja, ja, Kino habe ich, ja. Oh, dann habe ich Delaney. Den hast du auch, das höre ich schon. Mhm. Ich wollte Witzel nehmen. Witzel, okay. Und Bruma. Und Bruma. Okay, an Bruma hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe aufgeschrieben Vieira, Kino, Delaney. Und ja, ich weiß ganz genau, dass du, warte mal, Keane und Delaney, so links oder rechts? Du darfst dir eine Position aussuchen, wo du den Torwart stellst. Oh. Ja, das sind beide ZDMs, aber du darfst dir eine aussuchen. Das tut so weh gerade. Aber Witzel hatte ich auch zuerst. Ich dachte, na, gehst du dann vielleicht in eine andere Liga? Ja. Ich dachte, so im Vergleich Witzel und Delaney, da dachtest du, oh, Delaney hat die besseren Werte, er wird safe Witzel nehmen. Oder so irgendwie, so, keine Ahnung. Nee, weil wir über Delaney gesprochen haben und du hast, weil ich habe ja gesagt, ich habe in meinem Verein und du hast gesagt, der hat ja geile Werte, Ausdauer, hast du gefeiert, dachte mir, dann nehme ich den eh. Ich habe sogar in meinem Kopf gesagt, sag nicht, dass du den hast, sag nicht, dass du den hast. Sag so, weil ich habe gesagt so, ich schaue mir den mal an. Oh, der sieht richtig gut aus, aber ich habe ihn mir gar nicht angeschaut. Oh Gott, okay, krass. Was geht ab, meine Freunde? Ja, 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 Außenverteidiger. Und ich habe mir jetzt zwei Spieler ausgedacht, ja. Achso, nee, hä? Oder halte ich jetzt rein, oder wie? Du haltest jetzt rein, okay, ja? Gut, alles klar. Ich hoffe, du hast jetzt zwei Spieler für mich ausgedacht, ja, mein Freund. Ja, genau, nicht für mich, für dich. Und ich hoffe, ich habe, okay. Also ich habe ein gutes Gefühl bei dem einen, also bei dem Rechtsverteidiger. Bei dem Linksverteidiger habe ich kein gutes Gefühl. Ist der Rechtsverteidiger schnell? Ja. Den habe ich vergessen zu kaufen. Nelson Semedo. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gespielt habe. Ja, kannst du vergessen. Alexandro? Ja. Nice. Ich habe aufgeschrieben, also ich hab auch Liga gewechselt und auch einen Portugiesen, okay, und habe Pereira genommen. Den habe ich nicht genommen, weil ich habe gestern gegen den gespielt in der Weekend League. Aber deswegen habe ich auch vorhin gesagt, der hat ja ein, zwei Fehler gemacht und meinte, Leute, kauft euch nicht Pereira. Und umgekehrt der Psychologie. Genau, und ich dachte mir, naja gut, vielleicht nimmt er doch den, weil sonst hätte ich natürlich den Semedo genommen, weil ich wusste, dass du den Liga wechselst, ja. Weil der Semedo wurde sehr weit hinten angezeigt, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ne? Ja. Wird er schon nicht drauf kommen. Achso, und Alba. Und Alba habe ich aufgeschrieben und wo du sagst, den habe ich kaum gespielt und dann wusste ich schon, dass du Alba als dein... Ja. Perfekt, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich bin auf den Linksverteidiger richtig neugierig. Auf den Linksverteidiger? Okay, dann fangen wir mal mit rechts an. Ja gut, den könntest du haben. Ja, ich muss ja einen Real Madrid Spieler nehmen, um groß zu linken. Ja, ich bleib bei meinem Team und ich habe... Rodrigo Sola. Ja. Hast du den aufgeschrieben? Weiter. Rodrigo Sola und Linksverteidiger habe ich von Everton, den Digne. Digne? Ja. Ey, ich habe den Screamy Minx aufgeschrieben. Minx. Der hat ein 75 Rating, 90 Pace und 91 Physical. Ey, der war zu krass gewesen. Ja, ich habe den. Und ja, Carvajal. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich muss mal den. Ey. Ich habe den ja gezogen in meinen Rewards. Ich habe keinen Bock auf
eine Brusteverteidigung. Ich, ehrlich gesagt auch nicht. Ich fand das eine Kommentar so geil, da hat irgendein unter meinem Video geschrieben, ich verstehe die Logik von Pato nicht, warum spielt dann Nacho Fernandes mit Hawk? Ich war einfach nur zu voll zum Kopf. Ja, ja, ich wollte hinschreiben, Pato hatte keinen Bock, noch was anderes zu holen, aber dann... Ja. Achso, du hältst rein, Entschuldigung. Ja, ich hält rein. Ich zeig dir gerade mein Brett, Alter. Und zwar, bei mir ist es eigentlich, ich bin ja safe. Ja. Ich bin ja komplett safe. Und ich würde mich entscheiden für den linken Verteidiger, den habe ich mal gespielt, der war echt nicht schlecht, ey. Das ist auch ein Franzose, nennt sich Lenglen oder so. Okay. Clement, als UCL ist klar, ne? Mhm. Rechts daneben habe ich einmal Paulista, auch als UCL ist klar. Paulista, wo ist er denn? Gabriel. Hat sehr, sehr, sehr gute Werte, sehr gute Workrates und im Tor habe ich Netto. Mann! Wen hast du? Alvaro, Innenverteidiger von Villarreal, geile Werte. Ja, stimmt. Murillo. Ja. Auch geile Werte. Asenio. Boah. Alter Schwede. Boah, da bin ich aber... Ja. Nice, okay. Haltest du rein? Ja. Kurz zu meiner Verteidigung. Ich habe hier, Jungs, auf dieser Seite, das steht weg mit einem Ausrufezeichen. Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Und es ist aber dieses Kleingeschriebene hier. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil zwei von deinen Spielern sind auch in meinem Team. Paulista. Scheiße, du hast ihn. Das kann ich jetzt nicht fassen. Du schweigst mir, Alter. Neto. Okay. Und? Juan Jesus. Juan Jesus. Ja. Okay, ich habe auf der linken, also jetzt linken Seite, wenn ihr guckt, glaube ich, müsste es von euch rechts sein. Habe ich aufgeschrieben, Benatia Miranda Handanovic. Dann dachte was? Ich, pass auf, dann dachte ich mir so, das gibt's doch gar nicht. So eine Scheiße macht er nicht. Weil es kommt ja nicht auf Full Cam. Ich wollte irgendwie einsneaken. Achso, das ist die linke Seite. Okay, so, jetzt, das ist jetzt nicht die fixe. Pass auf, und jetzt kommt die fixe Seite. Paulista, Neto, Miranda. Scheiße, warum habe ich schon meinen Joker verbraucht? Paulista. Nieto. Neto. Und Miranda. Oh, Leute. Das ist so geil. Geil. Oh mein Gott. Geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine ganze Zentrale ist ja offen wie ein Scheunentor jetzt. Ja. 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 Ich glaube, ich muss kurz lösen. Okay, alles klar. Shenya, nehmen wir morgen weiter auf. Ja, okay. Wir können ja gleich in die Discards gehen, ne? So, meine Freunde, wir sind jetzt angekommen bei den Discards. Pato, misch schon mal durch. Ey, so schlecht sah das gar nicht aus. Ja, das stimmt. Du hast bei mir nur einen weggehauen, Gott sei Dank. Und dann, wo du gesagt hast, du hast zwei Stück aus, oder du hast auch zwei, wie ich zwei, dann wusste ich sofort, weil dieser Paulista... War vorbei, oh mein Ich wusste es. Und ich habe auch extra noch hingeschrieben. Und Gott sei Dank hast du gesagt, mach Dings, ne? Schreib nochmal auf. Ey, das wird's eigentlich Schwitze. Rede mit mir kein Wort, wenn wir spielen. Ja, ich werd kurz alles erzählen, was ich heute so gemacht habe. Weil zweite Halbzeit sind deine Bronzespiele nicht mehr so on point. Du redest mir zu viel. Was? Ich verstehe gar nicht. Was hast du denn gestern so gemacht? Schnauze. Wir waren gestern deine Wicked League-Spieler. Ey! Du warst live dabei, also halt's Maul. Ja, ich hab's noch nicht richtig verfolgt. Könntest du mein Team bewerten? Also ich habe im Sturm. Wie ruhig er auf einmal ist. Stark. Aber ist irgendwie sehr träge, ne, das Spiel, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, sehr stark, Junge. Deiner scheiß Innenverteidiger! Schon der vierte Ball! Ja, so muss es sein, so muss es sein. Das ist mein Keeper. Und, oh, und Tevez? Ja! Nein! Ey! Alter Malheur! Ui, ui! Ich muss unbedingt weitermachen. Oh. Ja, das war aber Nachschuss. Jetzt eigentlich unverdient, weil du die ganze draufgeballert hast und dann komme ich... Egal, Nachschuss, egal. So. Du redest mir wieder zu viel. Ja, ich verstehe nicht, warum, was du meinst. Roma spielt sich geil. Ja. Oh. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Doch, der Roller. Ja, Semedo.
muss vielleicht anders hier an die Sache rangehen. Oh ja! Ja! Der war gut. Der war echt Mann! Gut. Endlich! Ich bin so krass fokussiert. Ja. Das ist so ein schönes, ja, das war unglaublich. Echt, das war echt gut. Schönes, grünes Time-Finishing. Ja, mein Tennis ist nicht so on point irgendwie gerade. Ist mir recht. Was gibt's ja! doch nicht? Oh, Mann! Was ist das? Ist der Torwart so scheiße oder was? Oh, Rage Quit. Ja! Rage Quit. Bruma spielt sich so geil. Muss obwohl er 78 sagen. Schießen hat oder 75 der da. Was ist das denn? Torwart war das. Torwart. Nee. Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse. Oh, nein! Oh. Nein! Oh mein Gott, was wie ist schön war los, Alter? Wie schön war der hohe Pass? Der war mega geil. Wie schön war geil. Dieser hohe Pass? Der war mega geil. Alter! Zweimal Aluminium, das kann nicht sein. Es geht weiter wie gestern. Guck mal, was? Hast du gesehen, was das da das hab ich jetzt gesehen. Das hab ich jetzt gesehen, ja. Das war krass. Das war krass. Das muss ich echt zugeben. Alter. So, jetzt machen wir mal Zeit. Spielt 10 Minuten. Kein Problem, mach. Ja. Schwarzig. Das, Ecke bewegt. Das ist wieder Vorteil, weil Bronze-Torwart, ne? Nein. Boah, netto, erste Parade von dir, Alter. Nein. Ne. Ja. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Ja. Was ist das denn, ey, ganz ehrlich? Yes! Aber egal, das Spiel ist noch da. Ja, ich weiß nicht, was mein Verteidiger da macht, dieser Hund. Wer ist denn dein Außenverteidiger? Ah, Odriozola ist das. Ja. Glaube ich. Ich meine aber mein Innenverteidiger, was der da für eine Kacke da gemacht hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war Time Finish sogar. Krass. Verstehe ich nicht. Na, Alter, GG. Du hättest so abstoßen dürfen. Du hättest so abstoßen dürfen. Mann. Zweimal Pfosten. Bam, 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 bam. So krass, Alter. So, bin ready. Bist du ready? Yes. Ey, Leute, für mich persönlich einfach nur für mein Ego. Den Daumen nach oben. Alter, zu krass. Krass. Zu krass. Wem hättest du genommen? Sag mir mal die Position. Welche Position hättest du bei mir genommen? Also bei dir hätte ich den rechten ZOM genommen. Rechter ZOM wäre Bruma gewesen, Alter. Bei dir nehme ich mittleres ZM. Ich finde, das ist der beste Spieler auf dem Spielfeld gewesen. Esquita, der stand bei dir im Tor. Oh. Alter. Ich nie belohnt werde. Tevez, soll ich dir sagen, wo Tevez stand? Wo? Linker Verteidiger, also LV. Und wer ist Rechtsverteidiger? Also Rechtsverteidiger ist gleich geblieben. Und Dembélé habe ich getauscht, sonst alles gleich. Ey. Die letzten drei Discards waren alle Bronze. Ja, du musst üben, ne? Im letzten Video stand, das war auch wieder mal abgesprochen und fake und bla bla bla, ja. Wo ich zwei Bronze erwischt habe. Das war jetzt dein einziger Bronze, ne? Ja, das war mein einziger Bronze. Ich habe ihn ja getauscht ich habe ihn gar nicht getauscht, oder? Mit Coquelin habe ich ihn getauscht. Ja, du hast ihn getauscht. Wo ist der Torwart? Also wer ist der Torwart? Torwart ist Torwart. Netto. Und Dembélé war linker IV und der kostet knapp 60.000. Ey, ich bin gerade extrem traurig, ne? Es tut mir leid, ich hätte dir gerne was gegeben, aber es gebe nichts, was ich dir geben kann. Ey, ich hatte so viel Pech im Abschluss, Mann. Jetzt kriege ich einen Bronzespieler. Tja. Ich habe so geschwitzt.
Ich bin zufrieden. Aber Bruder, ich weiß. Ich gönn dir das. Jetzt kommt aber noch ein Shoot'em up, mein Bester, auf deinen Kanal. Yes. Also Leute, geht jetzt rüber zu Shenya und ich hoffe, dort wird es brutaler. Ich wünsche es mir schon ein bisschen, obwohl du natürlich so ein sehr, sehr guter Freund von mir bist, wünsche ich dir das nicht wirklich. Ja, ich weiß, wie aber du meinst. Aber irgendwie schon. Man so, möchte schon Ahnung. Irgendwie, dass der andere ein bisschen leidet. Ne? Blutet, das ist so, ja, genau. Mann. Aber auf freundschaftlicher Basis, ne? Natürlich. Ja. Okay, Leute, wie gesagt, es würde mich sehr, sehr freuen. Gebt doch alle gerne den Daumen nach oben. Alle zu Shenya rüber. Shenya, verabschiede dich auch vom Part of Family. Ich danke euch, dass ihr uns angeschaut habt, uns immer so geil supportet, dass wir sehr, sehr, sehr viele Likes, sehr wenig Dislikes haben. Vielen, vielen Dank dafür. Shenya und Part of Family halten zusammen. Ihr seid krass zusammen. Vielen, vielen Dank und bis gleich auf meinem Channel. Ciao.